Sie auch erstmal nochmal ganz herzlich, dass Sie hier diesen wunderschönen Sonntagnachmittag bei uns im Audimax sind. Ich freue mich sehr, dass ich sozusagen hier die Ehre habe, von Rote Regie aus das Panel zu leiten, die Diskussion zu leiten. Und bin sehr gespannt, was wir jetzt hier alles diskutieren. Ich wollte jetzt ganz am Anfang drei Sätze zu mir sagen. Also ich bin Autorin und Regisseurin von Dokumentarfilmen und Dokumentationen, habe ungefähr 50 oder über 50 Filme bisher gemacht in meinem Leben, die letzten 20 Jahre. Davon das meiste, also die meisten Filme in den 45-minütigen Längen, also das mittlere Format, und zwei große Fernsehdokumentarfilme, und der Rest ist dann 30 Minuten, aber dann nur so kurz, damit Sie sich das vorstellen können. Und ich möchte sehr gerne jetzt erstmal überhaupt, um in das Thema reinzukommen, eine kurze Definition der Dokumentarfilmregisseurin geben. Und zwar, eine Dokumentarfilmregisseurin wird ja auch Dokumentaristin genannt. Sie ist Autorin und Regisseurin, oft auch selber Produzentin von immer eigenen Themen. Es gibt Dokumentarfilmregisseurinnen, die über Produktionsfirmen ihre Projekte realisieren. Es gibt fest freie Autorinnen und Regisseurinnen, die für öffentlich-rechtliche Sender arbeiten. Und die Gemeinsamkeit zum Spielfilm ist auf jeden Fall das Drehbuch. Dieses Drehbuch wird von der Dokumentarfilmregisseurin selber erarbeitet, nennt sich Treatment, hat eine also wirklich lange Vorbereitung, eine lange Recherchephase, zum Teil aufwendige Recherchereisen, dann wirklich auch nochmal Tage, Wochen, wo man sich zurückzieht, das Treatment schreibt. Und der Unterschied zur Spielfilmregisseurin ist beim Dokumentarfilm, dass es an sich keine Trennung von Regie und Autorenschaft gibt. Also eine Dokumentarfilmregisseurin ist eigentlich immer Autorin und Regisseurin ihrer eigenen Filme. Genauso wie eben im Spielfilm, also der Autorenfilm, wo eben dann das eigene Drehbuch verfilmt wird. Ich möchte ganz kurz noch mal ein paar Zahlen nennen. Der Deutsche Regieverband hat 710 Mitglieder, davon sind 25% Frauen. Die Deutsche Filmakademie hat 204 Mitglieder, davon sind 22% Frauen. Die VG Bildkunst hat 10.675 Mitglieder, Regisseurinnen und Regisseure, davon sind 34% weiblich. In der Fiktion gibt es 80% männliche Regisseure, 20% davon sind weiblich. Beim Dokumentarfilm gibt es 51% männliche Regisseure und 59% weibliche Regisseurinnen. Und trotzdem gehören auch den Frauen beim Dokumentarfilm nur 31% der Mittel. Dieser Frage werden wir nachgehen. Ich möchte jetzt erstmal meine Gäste vorstellen. Links neben mir habe ich zu Gast Petra Felber, die Leiterin der Redaktion Dokumentarfilm am Bayerischen Rundfunk und Koordinatorin des neuen Docs-Sendeplatzes. Petra Felber arbeitet seit 2002 als Redakteurin am Bayerischen Rundfunk und war davor über 8 Jahre lang lehrtätig, also Dozentin und Lehrkraft an verschiedenen Filmhochschulen wie in Ludwigsburg und in München. Und ich freue mich sehr, dass sie hier zu Gast ist. Zu meiner Rechten habe ich sitzen den Herrn Professor Klaus Schäfer. Seit 15 Jahren leitet er die Geschicke des Film- und Fernsehfonds Bayerns. Er ist sozusagen aus der Politik damals in den Film- und Fernsehfonds gejumpt und war also auch noch, ist Honorarprofessor an der KFF hier in München, war Mitglied des Aufsichtsrats bei German Films und Geschäftsführer des Bayerischen Filmzentrums in Geisel-Gasteig und ist eben auch noch Mitglied des Aufsichtsrats der Internationalen Münchner Filmwochen. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Rechts außen sozusagen haben wir Frau Dr. Priska Brosi.
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Habilitantin am Lehrstuhl für Strategie und Organisation der TU München und forscht rund um die Themen Führung, Arbeitsgestaltung, Digitalisierung, Diversity und Emotionen, auch über die Stereotype über Mann und Frau im Hinblick auf Führungskompetenzen. Davor hat sie Wirtschaftswissenschaften an der TU Karlsruhe studiert und sie war Beraterin der Boston Consulting Group. Hier, zweiter von links, sozusagen, haben wir Ingo Vlies. Er ist Produzent, hat 2007 IF Productions gegründet. Seine Firma produziert Dokumentarfilme, Spielfilme und hat auch noch einen Vertrieb, die Doc Collections für Dokumentarfilme, zusammen mit Jörg Adolf und Gerion Wetzel. Er unterrichtet auch als Dozent und ist eben an verschiedenen Filmhochschulen in Drehbuch- und Produktionsklassen in Köln, München und Hamburg. Ingo Vlies hat Kunstgeschichte studiert, war dann in Frankfurt im Verlag der Autoren tätig und kommt, wie ich, aus der Oberpfalz, aus Amberg. Ja, genau, aber geboren sind Sie, glaube ich, auch in Amberg. dann haben wir links außen Tanja Kreinhöfer. Sie studiert die Produktion und Medienwirtschaft an der Hochschule für Film und Fernsehen in München und hat sich auf die Strategieberatung von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen verlagert in der Film- und Kulturbranche und sie forscht. Ihre Beratungstätigkeit wird von marktorientierter empirischer Forschung begleitet, zum Beispiel der Untersuchung von Erfolgsfaktoren und in deutschen Filmfestivals. Und seit 2013 hat sie zusammen mit Konrad Schreiber quantitative Markt- und Wettbewerbsanalysen zur deutschen Festivallandschaft zusammengestellt. Ja, dann geht es in unsere erste Fragerunde. Weshalb stehen nur ein Drittel der Mittel für die Dokumentarfilmregisseurinnen in Deutschland bereits? Wie ist der Ist-Zustand und wie sind die Gründe? Die Frage geht gleich einmal an Herrn Professor Schäfer. Also, vielen Dank für die Frage, die ich natürlich in erster Linie mal für den Filmfernsehen von Bayern nur beantworten kann. Und da kann ich gleich sagen, so ist es natürlich nicht, sondern wir haben einen Topf, der steht allen, die beantragen können, in den einzelnen Förderkategorien zur Verfügung, wenn Sie das so wollen. Dieses Geld ist nicht aufgeteilt nach männlich, weiblich oder nach irgendwelchen Gesichtspunkten, die nicht mit den einzelnen Förderarten, also Kinofilm, Fernsehfilm und so weiter, zu tun haben. Ich habe hier eine Menge Statistiken mitgebracht, wenn ich die alle vorlese, dann haben die anderen heute nichts mehr zu sagen, aber weil das Wichtigste aus den letzten drei Jahren, also 2013 bis 2015, fangen wir beim Nachwuchs an, weil wir hier an der Hochschule sind und der Nachwuchs ist natürlich entscheidend, weil da werden die Weichen gestellt. Da hatten wir insgesamt 28 Anträge auf Dokumentarfilme und davon 43%, also mehr als die 30%, noch nicht ganz 50%, Anträge mit weiblichen Regisseuren, also Regisseurinnen. Von den 28 Anträgen sind 84% gefördert worden. Sie sehen also auch beim Nachwuchs eine enorm hohe Förderquote, was wir auch für wichtig halten, um dem Nachwuchs einfach die Möglichkeit zu geben, den ersten Film zu machen, den Abschlussfilm oder Erstlingsfilm. Das ist deutlich über dem, was wir in der Kinofilmförderung oder Fernsehfilmförderung schaffen. Bei den weiblichen Regisseuren waren 87%, also mehr noch als im Durchschnitt weibliche Regisseurinnen, die hier gefördert worden sind. Jetzt, wie sieht es beim Kino aus? Da hatten wir 30 Dokumentationen in diesen drei Jahren, also im Schnitt 10. Da ist der Anteil mit weiblichen Regisseurinnen geringer als beim Nachwuchs noch gewesen, sage ich jetzt mal. Der lag bei 9 weiblichen Regisseurinnen, aber ich sage jetzt auch schon mal, weil diese ganze Diskussion, dass man sagt, man stellt nur auf den Regisseur, die Regisseure ab mir ja zu kurz gegriffen sind. Wir schauen natürlich auch, es gibt auch tüchtige Produzentinnen,
es gibt Kamerafrauen, es gibt Autorinnen. Das heißt, Film ist ja immer Teamwork und deswegen darf man die Betrachtung nicht verkürzen. Aber wie auch immer, es waren 8 Produzentinnen dabei, 9 Autorinnen dabei und hier lag die Frauenquote bei 50% im letzten Jahr. Also auch die Hälfte von denen, die bei uns vorlagen, und wir können immer nur das fördern, was vorliegt, ist von den weiblichen Regisseuren ist bei uns gefördert worden. Und zum Schluss Fernsehförderung. Da ist in der Tat von der Antragslage, aber nochmal, die Antragslage beeinflussen nicht wir, sondern die beeinflussen die, die bei uns Anträge stellen. Hatten wir 26 Dokumentarfilmanträge und davon 4 mit weiblichen Regisseuren. Also hier sieht man im Fernsehen in der Tat, das haben Sie auch schon am Anfang gesagt, gibt es auch bei den Förderanträgen weniger, aber von der Entscheidung her kann ich Ihnen sagen, im letzten Jahr 4 weibliche Regisseurinnen, 100% Förderquote. Wir haben jeden Film gefördert. 8 weibliche Produzentinnen, 100% Förderquote. Wir haben jeden Film einer weiblichen Produzentin, jeden Dokumentarfilm, Fernsehen im letzten Jahr gefördert. Und bei den Autorinnen, 7 Autorinnen, 100% gefördert. Also insofern denke ich, das Problem liegt am wenigsten an der Förderung oder eigentlich gar nicht in diesem Fall bei der Förderung, sondern möglicherweise woanders. Ja, da würde ich die Frage gleich mal an Petra Felber stellen. Petra, wie siehst du das? Wie sieht es für die diese Lage aus? Warum machen Dokumentarfilmregisseurinnen weniger lange Dokumentarfilme als Männer? Kann ich nicht wirklich beantworten. Also ich kann natürlich nur spekulieren. Ich muss jetzt sehr klar trennen, Dokumentarfilm, da reden wir jetzt auch das, was auf unserem Sendeplatz Docs läuft, also wir reden von 90 Minuten. Da sind wir natürlich auch auf das Angebot von Filmen angewiesen. Also wir vergeben ja keine Aufträge in dem Sinne in diesem Bereich. Es sind weder Eigenproduktion noch Auftragsproduktion, also bekommen wir Vorschläge. Und wir wählen aus den Vorschlägen aus, was uns für den Sendeplatz, für das Erreichen unseres Zuschauers geeignet erscheint. Und ich bin leider nicht in der Lage gewesen, jetzt diese sehr umfangreichen Einreichungen in der kurzen Zeit zu führen, in irgendein empirisches System zu bringen, sodass ich hätte herausfinden können, wie viel da jetzt genau vorlag und wie viel wir im Einzelnen gefördert haben, beziehungsweise gefördert, also beauftragt haben. Aber wir haben einen großen Frauenanteil unter den Regisseurinnen. Interessanterweise verteilt jetzt auch die Redaktionen, die im BR zuspielen, auf dem Sendeplatz sogar mehr im Bereich Kinofilm, das bisher einen männlichen Redaktionsleiter hatte und jetzt auch wieder einen männlichen Redaktionsleiter hat, als im Bereich Dokumentarfilm, den ich jetzt übernommen habe, wo auch vor mir eine weibliche Redaktionsleiterin war. Das ist jetzt nur so in Klammern, weil ich das interessant fand, dass das etwas abweicht von dem, was ich selbst angenommen hätte. Ich kann es besser beantworten, wenn du mich fragen würdest, wie es bei den Lebensszenen ausschaut, weil wir da eine sehr viel klare Vergabesituation haben. Und da haben wir einen enorm hohen Frauenanteil. Also das sind über 70% Regisseurinnen. Und da ist es aber so, dass wir auch bei den Themen schon immer eine Aufteilung haben, dass wir sagen, wir sind sehr interessiert, geht ja um Biografien, an den weiblichen Biografien. Und meine Vorgängerin hat eine ganz strikte Regel etabliert, nämlich dass 50% männliche und 50% weibliche Protagonisten vorkommen müssen. Und wir haben auch bisher immer so programmiert, dass wir schön abwechselnd, also eine Männerfolge, eine Frauenfolge, kommen manchmal total ins Schwitzen, weil dann irgendwelche Ereignisse sind oder thematische Fixierung, wo wir jetzt sagen, also verdammt, müssen wir jetzt mal umstellen. Die Entwicklung ist da sogar, dass wir inzwischen mehr Protagonistinnen haben. Vielleicht sind weibliche Leben interessanter geworden, vielleicht sind diese Role Models, die und häufiger, wie auch immer, also da gibt es auch eine Verschiebung. Ich kann es nicht wirklich beantworten. Ich war auch ganz überrascht, dass, wenn es um die Bezahlung geht, meiner Information nach liegen wir mit den Lebensszenen, den Honoraren eigentlich im oberen Bereich. Terra X kenne ich jetzt nicht genau, die Zahlen,
glaube, dass die keine Eigenproduktion machen, dass wir also jetzt Auftragsproduktionen mit Eigenproduktionen vermutlich vergleichen. Also würde ich die Zahlen mir gerne genauer anschauen. Aber wenn man den Minutenpreis ansieht, der dann gezahlt wird als Honorar, vermute ich, dass es nicht abweicht nach unten, sondern glaube ich eher im Gegenteil, dass die Lebensmittelminute Regie besser bezahlt ist als die Kinofilmminute. Also ich kann nicht wirklich Antworten darauf geben. Ich würde sehr gerne appellieren daran, dass Frauen tatsächlich mehr Stoffe auch bearbeiten, die für diese Sendeplätze geeignet sind und uns sozusagen mehr Angebote machen, sodass wir eben auch aus einer größeren Angebotslage auswählen können. Und normalerweise, also achten wir jetzt nicht darauf, ob das jetzt einer Quote eine Quote erfüllt, da, wie du ja schon am Anfang sagtest, es sind eigene Themen, also uns interessieren eigentlich die Themen, die da angebracht werden. Dankeschön. Aber deine Antwort, Petra, bestätigt an sich jetzt ja auch ein bisschen schon, dass gerade in diesem 45-Minuten-Bereich, also sprich Lebenslinien, was ja an sich jetzt nicht eine wirkliche Dokumentation, sondern eigentlich schon auch ein, schon in Richtung Dokumentarfilm zu bezeichnen ist, würde ich sagen, von der Gattung her, dass da vorwiegend Frauen arbeiten. Also das würde, passt schon zu dem, was auch die Studien so sagen. Und jetzt würde ich gleich mal also die Frage weitergeben an den Ingo Vlies. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Welche Angebote von Regisseurinnen bekommen Sie oder bekommen Sie einfach mehr Angebote von Regisseuren oder suchen Sie selber auch nach dem, was Sie produzieren? Es gibt alle Varianten. Ich bin ja auch immer bei den Screenings hier an der Hochschule und gucke da und ich merke dann immer wieder, dass ich eigentlich keinen besonders großen Unterschied mache zwischen Frauen und Männern. Ich finde sowieso, dass der Unterschied überbewertet wird im Leben. Der ist nicht groß. Und beim Filmemachen schon gleich gar nicht. Ich kann insofern dann auch nur sagen, mich interessiert der Blick, die Haltung. Mich interessiert ausdrücklich nicht der weibliche Blick. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich sage aber, der Blick interessiert mich und die Haltung. Und dann sind es manchmal Frauen und manchmal Männer. Das Tolle an Pro-Quote-Regie ist ja unter anderem, dass man überhaupt anfängt, darüber nachzudenken, wie man selber auswählt und sozusagen dieser Bewusstseinswandel, der auslöst. Und dann habe ich plötzlich angefangen, mal zu zählen, also von den, weiß ich nicht, 18 langen Dokumentarfilmen, die ich produziert habe seit 2007, waren, glaube ich, 48% mit Frauen, Co-Regisseuren oder Regisseurinnen. So. Und da ich, nee, 38%. Und, aber mir ist nicht bewusst, ganz ehrlich. Und es gibt natürlich einen anderen Aspekt, aber den steuere ich auch nicht bewusst, nämlich den, wie kompatibel ist die Arbeit des Dokumentarfilmens mit dem Lebensentwurf. Und dann sage ich natürlich, sobald man Kinder hat, wird es kompliziert, so lange begleitende, beobachtende Dokumentarfilme zu machen, wie wir sie überwiegend gemacht haben, mit Drehzeiten von, im schlimmsten Fall, 4 Jahren. Das hat ausgerechnet eine Frau gemacht als Regisseurin dieses Films, Nancy Brandt, hier Absolventin auch der HFF. Das gilt aber für Männer, die aktive Väter sind, genauso. Also die tun sich auch schwer, das unter einen Hut zu bringen, diese krassen Arbeitsweisen. Das Spiel sind viel berechenbarer. Da hast du eine klare Drehzeit, die ist definiert und in der Zeit kannst du irgendwie Babysitter engagieren. Beim Dokumentarfilm, wo es oft auf Zuruf geht, wir haben in Oberammergau mit Jörg Adolf 2,5 Jahre gedreht, 200 Drehtage mit Petra Felber als Redakteurin. Das ist sehr unplanbar, das ist nicht kompatibel mit Familienverhältnissen. Und da kann man aber weder dem Fernsehen, noch der Förderung, noch dem Produzenten, noch dem Machern einen Vorwurf machen, sondern das ist eine Frage dieses krassen Rollback, den wir in den letzten 10, 20 Jahren erlebt haben, was Rollenmodelle angeht und so eine Stereotype, Reproduktionen von Rollenzuschreibungen, Mutter zu Hause, Vater draußen auf der Jagd. Das ist sozusagen die eigentliche Ursache dieses Dilemmas. Das hat dann nichts Dokumentarfilmspezifisches. Dankeschön. Dann hätte ich jetzt eine Frage an Frau Dr. Priska Brosi. Priska, womit wäre denn die Situation der Dokumentarfilmregisseurinnen in etwa vergleichbar, so aus ihren erforschten Gebieten?
also wir beschäftigen uns ja mit Stereotypen und eben gerade wie Rollenbilder im Prinzip unsere Entscheidungen, unser Entscheidungsverhalten beeinflussen. Das zum einen vielleicht ganz kurz findet vor allem unbewusst statt. Das heißt, es ist keine bewusste Entscheidung, sondern es ist tatsächlich es ist unbewusst, wie wir unsere Entscheidungen fällen. Und wir untersuchen vor allem Stereotype im Bereich Führungspositionen, sehen da natürlich direkt ja, im Prinzip die Parallelen auch hierzu. Das heißt, was wir feststellen können, ist, dass eben nach wie vor trotz aller Veränderungen in Rollen tatsächlich die Männer noch als durchsetzungsfähiger als die Frauen wahrgenommen werden und Frauen eben viel stärker als freundlich, nett, auf andere achtend wahrgenommen werden. Reine Zuschreibung, nicht tatsächlich, sondern es ist tatsächlich, wie sie nach noch gesehen werden und aufgrund diesen unterschiedlichen Bildern eben auch weniger stark als Führungskräfte wahrgenommen werden oder als Führungskompetenzen zugeschrieben werden. Es gibt auch eine sehr aktuelle Studie, die eben zeigt, dass gerade Innovation aufgrund von diesen Stereotypen auch weniger zugeschrieben wird zu Frauen. Und wir sehen zum Beispiel auch als ein vergleichbares Berufsbild gerade im Bereich Entrepreneurship Unternehmerinnen, die niedrigere Kredite bekommen von Banken, wo man eben auch schon gezeigt hat, das heißt, das Geld aufnehmen ist schwieriger, was ja auch Teil des Berufes ist und wo man auch die Parallele ziehen kann. Dann gebe ich gleich nochmal weiter an Tanja Kreinhöfer. Wie sieht es denn auf unseren Festivals aus? Also vorausschicken möchte ich, dass die Festivals, auch als wir da mit Ihnen gesprochen haben, sehr wohl dafür ein Bewusstsein haben und sich eigentlich größtenteils auch den Forderungen von Pro-Quote-Regie anschließen. Aber leider sind auch dort, wie in allen anderen Verwertungsstufen von Filmproduktion und Fernsehproduktion, die Frauen unterrepräsentiert. Also wir haben uns 19 Filmfestivals in Bayern angesehen, haben 1830 Festivalprogrammbeiträge analysiert und sind dann im Gesamtprogramm darauf gekommen, dass wir ein Verhältnis von 1:3 haben. Also auf einen Film einer Frau kommen 3 Filme eines Mannes. Bei dem deutschen Programmangebot sieht es deutlich positiver aus. Da ist das Verhältnis 1:2. Wobei, da gibt es auch Studien, die sagen, das könnte möglicherweise damit was zu tun haben, dass da einfach ein informelles Netzwerk besteht und da eben auch meine Frau einen Kurator anrufen kann und sagen, darf ich dir mal meinen Film vorbeischicken, was jetzt auf internationalem Niveau nicht so einfach ist. Grundsätzlich haben wir auch festgestellt, dass auch unter diesen 19 Filmfestivalprogrammen Frauen vorzugsweise bei den Kurzfilmen zu finden sind. Und auch bei den mittellangen Filmen, nur zu 24% bei den Langfilmen. Und wo wir vorher bei der Frage des Budgets waren, ähnlich gelagert, gerne mal im Animationsfilmbereich, gerne mal, erfreulicherweise, wo wir uns hier befinden, im Dokumentarfilmbereich, aber im fiktionalen Bereich, so fallen die Frauen auch deutlich ab. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass Frauen auch weniger produzieren. Also natürlich, dass Frauen weniger produzieren, das zieht sich dann automatisch natürlich auch, spiegelt sich das in den Programmen wieder. Aber wir haben unsere Zahlen mit einer Studie verglichen von der Uni Rostock, die festgestellt hatten, dass im Zeitraum zwischen 2009 und 2013 22% des Produktionsvolumens an abendfüllenden Spielfilmen von Frauen gemacht worden sind. Demgegenüber steht eine Zahl bei den Filmfestivals von 12%. Also das ist doch ein statistisch signifikanter Unterschied. Dankeschön. Und hier, also ich finde diese Zahlen sehr, sehr interessant. Sie weisen allerdings auch noch auf einen anderen Problempunkt hin. Wir haben mehr Zahlen überhaupt, die erforscht sind im Bereich Spielfilm als im Dokumentarfilm. Der Dokumentarfilm ist weitgehend komplett unerforscht, bis auf ein paar Studien, die es gibt. Und also ich rufe hiermit auch dazu auf, mehr zu forschen im Bereich Dokumentarfilm. Ich hätte noch eine kleine Privatstudie, weil ich mir in Vorbereitung auf das Panel hier überlegt habe, wie könnte ich meine eigenen Erfahrungen in Zahlen fassen. Und ich war lange im Nachwuchsbereich tätig, auch als Redakteurin.
Und ich habe jetzt mal die ganzen Produktionen der letzten Jahre mir angeschaut und kenne die Personen, die dahinter stehen, ja genau. Und meine kleine Privatstatistik weist auf, dass von 10 meist Studentinnen, meist war der erste Film ein Abschlussfilm, wenn nicht ein Übungsfilm, ich mit 4 einen zweiten Film gemacht habe und 2 von den 4 dann nochmal einen weiteren Film angestoßen haben. Aber das heißt, von 10 ist sozusagen jetzt nach einem Zeitraum von, sagen wir mal, 8 ungefähr kaum eine aktiv gerade im Beruf. Und von 6 Männern, mit denen ich im gleichen Zeitraum zusammengearbeitet habe, also Studenten ursprünglich, also wohlgemerkt 10 Studentinnen, 6 Studenten, nur jetzt mal so zu meiner Arbeit, sind 4 Männer mit einem zweiten Film dann bei mir gewesen. Die sind auch bis auf einen gerade aktiv weiter in ihrem Job und haben mindestens einen dritten Film inzwischen noch gemacht, wenn nicht sogar einen vierten. Ich fand das sehr erstaunlich und kann vielleicht noch zur Illustration hinzufügen. Ich habe aus der erfolgreichen Zusammenarbeit am ersten Film auch mit vielen Regisseuren dann eng den Kontakt weiter gepflegt. Einen habe ich mehrfach zu Hause angerufen, ob sie denn nicht bitte endlich mal einen Vorschlag für einen zweiten Film, also das wäre dann der Debütfilm gewesen, machen möchte. Und sie hatte aber keine Zeit aus privaten Gründen und Ingo Fries hat ja die Brücke schon geschlagen. Also meine Theorie ist, wenn ich die schon mal so einbringen darf, dass die Familienplanung, die Lebensplanung oft dann dazu führt, dass Frauen in der Phase nach dem ersten oder zweiten Film vielleicht mal ihre berufliche Entwicklung etwas hintanstellen. Und bei manchen Männern, da ist der eine dabei, den ich da auch im Auge habe, sind es auch familienplanerische Gründe, dass er jetzt erstmal über längeren Zeitraum keinen weiteren Film nachgeschoben hat. Dankeschön. Herr Fließ, gleich nochmal eine Frage an Sie. Fördern Sie außer den Nachwuchsprojekten, die dann quasi ja AFF-Absolventinnen machen, auch weitere Filme von Frauen? Oder wie viele haben Sie da schon produziert? Kein. Habe mich selber gewundert. Aber es ist, ich kann es auch nicht auf Nenner bringen, dass ich sage, es liegt daran, sondern Fatima Abdolligan ist Fernsehredakteurin geworden. Nancy Brandt, mit der mache ich bestimmt wieder was. Die hat aber auch gerade ein Kind bekommen. Mirko Azuma habe ich aus den Augen verloren. Susanne Queste produziert lieber mit wem anders jetzt. Nein, ich habe es auch. Ja, Gott, ist alles gut zwischen uns, keine Sorge. Und so, also es gibt da nicht sozusagen den Hauptgrund. Und aber vielleicht doch, also unterbewusst nämlich vielleicht doch. Vielleicht bin ich eben doch gern mit den Jungs zusammen und mache deren nächsten Film, weil es eben auch wahnsinnig unkompliziert manchmal ist. Aber ich habe auch ein ziemlich unkompliziertes Verhältnis zu Frauen, finde ich. Und ich habe auch nur mit Redakteurinnen zu tun übrigens. Also 100% Redakteurinnen. Also insofern sieht man ja schon, daran kann es nicht liegen. Ich bin da selber ein bisschen am Rätsel und ich glaube, dass die Frauen tatsächlich eher rausfliegen aus diesem Prozess wegen der Familienplanung. Und da habe ich aber natürlich keinen Einfluss drauf. Herr Professor Schäfer, da würde ich gerne noch mal an Sie auch die Frage stellen, was meinen Sie, woran liegt das? Warum verschwinden die Frauen von der Bildfläche? Es ist von mir aus schwer zu beantworten, weil bei mir schlagen ja alle die auf, die nicht verschwinden. Zu uns kommen die, die einen Film machen wollen oder die zusammen mit anderen einen Film machen wollen. Und die sind da und mit denen setzen wir auseinander. Und die Zahlen, die ich genannt habe, zeigen ja auch, dass die Chancen mindestens genauso groß sind wie bei Männern, dann auch tatsächlich gefördert zu werden. Es ist nicht die Aufgabe der Förderung, jetzt nachzuforschen, warum jemand keinen Antrag bei uns stellt. Und das gilt nicht nur für uns, sondern gilt für die FFA und für alle Förderer. Dann würden wir plötzlich anfangen, Schieflagen zu schaffen. Sondern, wie gesagt, wer zu uns kommt, will ganz offensichtlich einen Film machen, sonst wäre er nicht da. Und wir bemühen uns ohne Ansehen des Geschlechts einfach die Besten daraus zu fördern, wobei ich ja schon gesagt habe, beim Nachwuchs eine möglichst hohe Quote zu erreichen. Und die lag ja bei Frauen jetzt bei 87% und da geht ja kaum mehr. Ja, dann Priska? Vielleicht noch ein Zusatz zu der Debatte Familienfreundlichkeit bzw. Lebensplanung.
keine Frage, es wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Gleichzeitig zeigt aber auch die Forschung, dass gerade auch bei Frauen dieser Faktor teilweise auch überschätzt wird. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, wenn ich praktisch alles aufliste an Stunden, die ich benötige für Betreuung von Kindern, für pflegebedürftige Angehörige etc. Und dann Personen frage, inwieweit die Person eingebunden ist, dann ist über dieses Objektive, bei Frauen wird das höher eingeschätzt als bei Männern. Das heißt, selbst hier wirken auch Stereotype in der Außenzuschreibung. Das ist natürlich nur ein Faktor, der kann nicht zugewiesen sein. Das ist natürlich ein Puzzle aus unterschiedlichen Teilen, aber selbst hier in diesem Bereich, auch hier zeigen Studien, dass das teilweise auch einfach überschätzt wird. Das heißt, es nur an diesem Faktor festzumachen, wird wahrscheinlich auch Sinn, unterschiedliche Puzzleteile. Glaube ich total, und ich würde es auch nie als Argument verwenden. Wenn ich ein Angebot hätte, würde ich nie sagen, bist du sicher, dass das geht mit Familie und so. Das sage ich beim Mann nicht, sage ich bei einer Frau nicht. Da würde ich keinen Unterschied machen. Wenn die Frau findet, sie kann das und kriegt das hin, und dann hat sie sowieso auch noch meine ganze Unterstützung, weil ich auch ein aktiver Vater bin und auch diese Familienzeit mir wichtig ist. Und insofern würde ich das immer akzeptieren. Aber ich glaube, da sind wir eben dann doch bei diesen... Ich habe mal so einen klugen Vortrag von der Anke Domscheit-Berg gehört, wo sie eben von diesen deeply rooted beliefs eben spricht. Also das geht halt nicht. Ne? Und die zu überwinden, das ist sicherlich sehr schwierig, aber ich glaube, da liegt irgendwo viel Wahres drin, dass man da nicht hin sich traut, weil es immer schon so war oder weil es so, das was hier im Eingangsstatement war, 70% der Männer werden nach ihrem Potenzial beurteilt und 70% der Frauen nach ihren Leistungen. Das ist eine Schieflage. Ja, dann würde ich diesen Grund, warum wir da irgendwo anscheinend gefangen sind, etwas Unterbewussten, gleich gerne als Ball weiterspielen an die Tanja Kreihöfer. Wie sieht es denn auf Festivals aus? Sind da die Männer, die Regisseure in der Überzahl? Wie schaut es mit den Frauen aus? Wie kann man sagen, verhalten sich Männer und Frauen auf Filmfestivals? Wie ich vorher schon gesagt habe, also anteilsmäßig sind vorzugsweise mittellange und Kurzfilme von Frauen auf Festivals zu finden. Ebenso Dokumentarfilm und Animationsfilme. Die Fragestellung, ob sozusagen das Missverhältnis in der Produktionslandschaft dann durchgereicht wird, auch zu den Festivals, die haben wir uns auch noch in einer anderen Hinsicht gestellt, sowohl weil wir auch hier im Nachwuchssektor sind und uns zahlreiche Studien ja zwischenzeitlich hinsichtlich der Geschlechterverteilung von Absolventinnen vorliegt. Auch da haben wir die Zahlen verglichen mit einem Submission-Tool namens Realport, wird dem einen oder anderen hier im Raum geläufig sein. Und da zeigt sich auch, dass die angebotenen Kurzfilme, also die Summe der angebotenen Kurzfilme von Frauen und Männern, mit dem Verhältnis derjenigen, die dann im Endeffekt auf Filmfestivals landen, nicht übereinstimmt. Ähnlich verhält sich es auch bei den Abend für den Spielfilm, das hatte ich schon erwähnt. Und was für uns dann jetzt auch im Kontext der geforderten Quotenregelung in Gremien noch eine wichtige Untersuchungsfrage war, wie sieht es denn aus, die Korrelation von weiblichen Kuratorinnen zum Anteil von Frauen im Programm der Festivals. Und tatsächlich haben wir da einen ganz eindeutigen Trend, je mehr Frauen unter den Kuratorinnen sind, desto höher ist auch der Anteil der Frauen im Programm. Ja, ich habe mich heute mit Deborah Zimmermann unterhalten beim Doc Brunch. Und Deborah Zimmermann ist der Meinung, auch hier in München am Docfest laufen viel zu wenig Filme von Frauen. Und sie ist dabei, eine Liste zu erarbeiten, wie viele Männer, wie viele Frauen hier bei den Regisseuren und Regisseurinnen sind, die hier ihre Filme vorstellen. Der Mann als Genius und die Frau als Muse. Warum haben wir denn so eine Stereotype Einstellung im Kopf? Woher kommt die? Wie hat die sich getragen? Wie hat sie sich entwickelt? Priska Brosi. Ich meine, generell Rollenstereotype kommen natürlich von den Rollen, die bisher vorhanden waren.
Und wenn wir jetzt Genius und Muse anschauen, dann sprechen die eigentlich aktiv und passiv. Und genau das ist dieser männliche Stereotyp, durchsetzungsfähig, aktiv, hervorpreschend, würde dem, glaube ich, sehr stark entsprechen. Aber wie gesagt, es kommt von Rollen, die bisher vorhanden waren, was natürlich schwierig ist, diese Rollen zu verändern, weil wir eben gleichzeitig auch Mechanismen haben, die dem entgegenwirken. Das heißt, nicht rollenkonkurrentes Verhalten wird tendenziell abgestraft. Für Männer und für Frauen. Und das ist die Schwierigkeit, tatsächlich auch solche Rollen oder Stereotype zu verändern. Und warum diese Prozesse auch langsamer gehen, als man vielleicht erhoffen oder erwarten würde. Jetzt würde ich doch mal noch auf einen ganz anderen Punkt kommen, und zwar Geld bedeutet Macht. Wie wir jetzt auch schon mehrmals gehört haben, Frauen bekommen eher die mittleren Filmlängen, auch im dokumentarischen Bereich, wobei ich sagen muss, dass sie davon auch noch besser leben können als überhaupt bei den großen Dokumentarfilmen, nur im Vergleich. Also ich glaube, ein Behagesatz bei einem 45-Minuten-Format bedeutet für eine Dokumentarfilmregisseurin 230 Euro in etwa am Tag, und bei einem langen Dokumentarfilm, Kinodokumentarfilm, bedeutet es 54 Euro am Tag. Also damit sind wir also bei einem Problem, das wahrscheinlich sowieso die gesamte Lage besser bespiegelt, sowohl für Frauen als auch für Männer, deren Leidenschaft der Dokumentarfilm ist, das Machen des Dokumentarfilms ist. Entschuldigung. Ja, Herr Professor Schäfer, was meinen Sie, traut man Frauen weniger zu, gut mit Geld umzugehen? Aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil diese Diskussion bei uns im Vergabeausschuss, ob man jetzt einer Frau das zutraut, das wäre übrigens dann auch die spannende Frage. Richtet sich die Frage mehr an die Produzentin oder richtet sich die Frage an die Regisseurin? Diese Frage ist bei uns überhaupt nie ernsthaft aufgekommen, geschweige denn irgendwie strittig diskutiert worden, sondern bei uns geht es immer darum, braucht das Projekt, wie viel Geld braucht das Projekt? Und natürlich brauchen in der Regel Dokumentarfilmprojekte weniger als Spielfilmprojekte. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Und das Geld ist insgesamt knapp, muss verteilt werden. Aber dass das nach geschlechterspezifisch verteilt werden würde, oder das überhaupt nur ein Ansatz wäre, zu sagen, naja, das ist jetzt ein Spielfilm, der kostet normalerweise 5 Millionen, aber das ist eine weibliche Regisseurin, dann kann man sagen, nee, da kann man den nicht fördern, weil die wird das Geld verschwenden. Also das ist auch meine eigene Denke so fern, und ich glaube, meinem ganzen Vergabeausschuss so fern. Also dies stellt sich nicht, jedenfalls nicht bei der Förderung. Also Sie haben keine Geschlechterschere im Kopf, wenn Sie für... Also ich muss sagen, ich bin ganz anders sozialisiert worden als das, was ich jetzt höre. Meine Mutter, ich hatte eine starke Mutter, die war Ärztin, wir waren 6 Kinder, 2 Mädels, 4 Jungs. Bei uns gab es in meinem ganzen Aufwachsen gab es nie eine Unterscheidung, sei es häusliche Dienste, sei es wer was lernt oder studiert oder wer welchen Sport macht. Ich kenne das nicht. Der FFF hat 90% Frauen. Aber auch nicht deswegen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt lauter Frauen einstellen, sondern wir haben uns für jede Position, wie woanders wahrscheinlich auch, gab es zig Bewerbungen. Wir haben uns die Bewerbungen angeschaut und zum Schluss waren halt aus unserer Sicht, die sich auch bestätigt hat dann eigentlich immer, waren halt die Frauen die besseren, dann sind die das geworden, aber nicht, weil sie eine Frau waren, sondern weil wir gesagt haben, für diese Position, die wir zu vergeben haben, ist das einfach im Moment die beste Person. Und ich sage mal, bei der Förderung, wir haben ja ganz viele große Regisseurinnen in Deutschland und auch in Bayern, und die von uns auch gefördert worden sind, von Doris Döje und Caroline Link und Margarete von Trotter und viele, viele anderen. Und da war das nie ein Thema, dass man sagt, die müssen wir jetzt fördern, weil sie eine Frau sind, sondern wir haben sie gefördert, weil das Projekt überzeugt hat und weil man der Person, die da Regie macht, das zugetraut hat, dass sie das gut umsetzen kann. Wir entscheiden ja immer nur auf Basis letztlich eines Drehbuches, wir haben ja nicht den fertigen Film vor uns. Insofern, es ist jetzt eigentlich seit Quote Regie, habe ich mir angewöhnt, wenn ich als Vorsitzender unseres Ausschusses, der übrigens auch je nach Zusammensetzung, wer halt jeweils zum Einsatz kommt, oft manchmal sogar mehr Frauen sind, aber jedenfalls
Frauen auch stark im Vergabeausschuss vertreten sind. Jetzt weise ich immer darauf hin und sage, übrigens, das ist eine Regisseurin. Und da hat mir mal eine der Damen aus dem Gremium hinterher gesagt, dass sie das eigentlich diskriminierend findet. Dass ich jetzt sage, naja, also vielleicht ist das Projekt nicht so doll, aber es ist eine Regisseurin und deswegen soll man es doch trotzdem fördern. Und deswegen finde ich, man muss sich bei den Entscheidungen, die wir treffen, eigentlich davon lösen und sagen, das Projekt, was überzeugt und die Geschichte zeigt, da gibt es ganz viele Projekte von Frauen, die überzeugt haben und auch viele Projekte von Männern, die nicht überzeugt haben, das ist eigentlich das Kriterium. Dankeschön. Da würde ich wahnsinnig gerne kurz eingreifen. Und zwar nicht zuletzt deswegen, es gibt gerade aktuell auch eine Studie von Directors UK, die eben auch sagen, dass gerade im Film die Reputation ein entscheidendes Erfolgskriterium ist. Und wenn ich überhaupt nicht in der Lage bin, einen Film zu machen und zur Reputation zu kommen, dann steige ich überhaupt nicht in diesen Kreislauf ein. Deswegen haben wir ja bei der Nachwuchsförderung diese hohe Förderquote weit über 50%, sondern 87%. Beim Debütfilm, aber wie sieht es denn dann bei den nächsten Filmen aus? Wie sieht es denn damit aus? Da sind dann, also mir liegen da keine Zahlen vor, aber gefühlt, weil ich bin ja auch Absolventin von der Filmhochschule und viele meiner Kolleginnen haben es noch geschafft bis zum Debütfilm und haben dann eingereicht, das ist leider nichts geworden, dann kommt das erste Kind, dann kommt das zweite Kind und dann haut es aus der Spur. Also wie gesagt, mit den Kindern haben wir nichts zu tun. Wenn ich hier die Zahlen genannt habe von der Nachwuchsförderung, waren das Abschluss- und Erstlingsfilme, das sind im besten Fall schon mal zwei Filme, die jemand macht und gefördert bekommt. Und damit fängt das an, dass man sagt, hier hat jeder die Chance, Frauen und Männer gleichzeitig von dieser Hochschule, auch von Marco Media, von anderen Hochschulen, hat jeder die Chance, zumindest mal zwei Filme über die Übungsfilme hinaus schon zwei Filme zu machen, die dann auch wieder für die Reputation natürlich was beitragen können. Und der eine tut das mehr, der andere weniger. Ich meine, zur Reputation beitragen, bei Frauen wie bei Männern. Ja, das möchte ich gleich aber auch nochmal aufgreifen. Und zwar, es gibt eine ganz aktuelle neue Studie der AWDOC über Einkommensverhältnisse von Jörg Langer und der Alice Agnes-Kirchner. Und in dieser noch unveröffentlichten Studie wurde auch hinterfragt, wie viele Frauen und Männer eben gerne lange Dokumentarfilme machen wollen, würden, wie viele es machen, wie viele es wollen würden und wie viele es eben nicht machen. Und da war ganz, ganz eindeutig zu sehen, also es gibt wesentlich mehr Frauen, die sehr, sehr gerne lange Kinodokumentarfilme und Fernsehdokumentarfilme machen würden, es aber nicht tun. Aus Gründen, dass sie sagen, es ist ihnen zu unsicher, es ist ihnen zu wenig Geld und sie können es mit ihrer Zeit und mit Familie nicht vereinbaren. Deswegen meine Frage an Petra Felber. Ja, was meinst du, warum dieses Missverhältnis? Meinst du, dass Frauen einfach vernünftiger sind in ihren Entscheidungen oder dass sie einfach das, wofür sie brennen, hinten anstellen für die Sicherheit? Kann ich auch nur wieder spekulieren. Auch wieder von dem Format Lebenssinn ausgehen, so ein paar Beobachtungen. Natürlich ist es leichter planbar und eine sicherere Budgetplanung für das Jahr, wenn ich weiß, ich kriege da mit großer Wahrscheinlichkeit einen Auftrag und ich kriege dann noch in einem anderen Format einen Auftrag, dann weiß ich, was ich im Jahr habe und wie ich davon leben kann. Und ich kann es mir unter Umständen auch zeitlich einteilen, dass ich spielen wieder bei der Kinderbetreuung und Ähnlichem, dass ich da eine Lösung finde. Das ist natürlich bei den ganzen Unwägbarkeiten einer Großproduktion, die nicht als Eigen- oder Auftragsproduktion sozusagen eindeutig von vornherein finanziert ist, ist das ein ganz anderer Aufwand. Also inzwischen ist es ja so, und das kann Ingo sicherlich noch besser beschreiben, dass man teilweise Jahre braucht, um überhaupt ein Projekt zu finanzieren, dass dann im Dokumentarischen natürlich alle möglichen Unwägbarkeiten sich auch nochmal zeitlich auswirken. Und wie man dann am Ende, wann man am Ende wie rauskommt, das ist ein offenes Unternehmen. Dazu gehört natürlich eine große Risikobereitschaft, aber auch eine Flexibilität. Und die muss man ökonomisch und auf anderen Ebenen halt auch irgendwie leisten können. Ich würde gerne nochmal auf eine Beobachtung hinweisen.
Autorinnen beim Dokumentarfilm heißt, das Thema kommt auch über die Regie ins Spiel. Und auch wieder von den Lebensszenen her, das ist ja ein Format, das sich mit den Menschen beschäftigt, das auch gewisse psychologische Fragestellungen hat. Und ich hatte schon auch immer ein bisschen den Verdacht, dass das ein Themenfeld ist, auf dem Frauen sich leichter, lieber oder wie auch immer, häufiger auf jeden Fall bewegen, als Männer das tun. Kann da aber dann zum Beispiel auch wieder feststellen, dass wir, sobald es um Auftragsproduktion geht, da haben wir einen kleinen Umfang, tatsächlich wieder in dieser Kombination oft Rucksackproduzent, also Autor ist gleich Produzent, mehr Männer wiederum haben. Also sobald es in dieses, ich nenne es jetzt mal unternehmerische Element reingeht, scheinen mir die Männer auch wieder häufiger aufzutreten als die Frauen. Die genauen Gründe in meinem Bekanntenkreis jenseits der Filmbranche sind komischerweise auch ganz viele Frauen, die dafür sorgen, dass monatlich das Geld reinkommt, während die Männer Berufe haben, bei denen das vielleicht nicht ganz so absehbar ist. Ja, Herr Vlies, was meinen Sie, wo stecken die Gründe, dass Frauen weniger lange Themen für lange Dokumentarfilme anbieten? Also, ich habe gestern Sonita gesehen, von der Regisseurin, deren Namen ich jetzt nicht weiß. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern weil der Name so lang und kompliziert ist, wollte ich nochmal sagen. Also so ein Risiko einzugehen mit so einer Beobachtung auf eigene Faust, ein Jahr, zwei Jahre, dann sozusagen den Sprung zu machen, dem Film eine völlig neue Wendung zu gehen, indem man da selber eingreift, unternehmerisch und sozusagen eigentlich als Coach tätig wird. Aber ich muss gar nicht so weit gehen. Auch die Fatima Abdollahian, mit der ich einen Film machen durfte, die ist direkt nach der ägyptischen Revolution auf den Tahrir gegangen und hat dort einen Film gedreht. Ich war da auch mal kurz 3 Tage und bin sofort wieder abgereist. Mir war es viel zu brenzlig. Ich habe überhaupt nicht die Nerven dafür, in so einem Krisengebiet zu drehen. Die Fatima ist da Wochen und Monate lang mit aufs Dorf gefahren und hatte überhaupt keine Angst davor. Also, was soll ich sagen? Es gibt solche und solche, nicht? Und statistisch kann das schon so sein und wird auch schon so sein, wie es ist. Aber dieser eine Aspekt, der scheint mir auch wichtig, weil Sie immer so von den männlichen Tugenden des Auftretens, des Durchsetzens und so weiter. Ich brauche beim Dokumentarfilm keine Regisseure, die auftreten und dich durchsetzen. Ich brauche das Gegenteil. Ich brauche Leute, die verschwinden, die demütig sind, die zuhören können, die zugucken können und die die Situation nicht dominieren. Dann ist sie nämlich kaputt für den Dokumentarfilm. Im Spielfilm ist das ein bisschen anders. Aber im Dokumentarfilm will ich keinen, der sagt, hoppla, jetzt komme ich. Die gibt es auch. So sehen die Filme dann auch oft aus. Aber ich will das nicht. Ich will sozusagen, wenn du so willst, weibliche Eigenschaften am Set für einen Dokumentarfilm. Aber so denke ich nicht. Ich denke, das ist eine Frage von Zurückhaltung und Sensibilität und Wachheit im Hören und im Machen, die dies entscheiden, ob ein Film was wird oder nicht. Priska, dann würde ich diese Frage jetzt an dich weiterspielen. Gibt es irgendwelche Statistiken oder Studien auch aus dem wirtschaftlichen Bereich, wo man auch in der Richtung forscht, ob Frauen zum Beispiel mehr Angst vor finanziellem Risiko haben oder realistischer sind, was finanzielles Risiko anbelangt, je nachdem? Nicht unbedingt. Gibt es eigentlich insofern nichts, also nichts im Sinne von realistischer, von der Einschätzung her auch nicht. Generell, es gibt Studien dazu, dass Frauen weniger risikofreudig sind, aber auch hier ist es sehr stark davon abhängig, in welcher Domäne es tatsächlich passiert. Ja, natürlich. Also ich würde eh sagen, wir sind, glaube ich, zeitlich, glaube ich, schon ganz schön fortgeschritten. Wir wollten eigentlich jetzt noch so als Schlussrunden die Maßnahmen diskutieren, wie man eben die Lage der Dokumentarfilmregisseurinnen verbessern kann, wie man auf 50-50 kommen kann. Aber gerne jetzt auch mit Fragen aus dem Publikum. Und deswegen, Miriam.
Vielen Dank. Also ich muss mich entschuldigen, ich bin sehr spät dazugekommen. Ich bin ja angereist, weil ich mein nächsten Projekt gepitcht habe, diese zwei Tage, also gestern und heute, habe eben mein letzte Pitching auch vollendet und bin mittendrin angekommen. So wahrscheinlich wiederhole ich etwas, was vielleicht schon thematisch war, aber was mich jetzt besonders so nervös gemacht hat, und ich kann ja nur aus meiner Erfahrung erzählen, als Mutter, als Filmemacherin, als ehemalige Studentin, die dann im Beruf ihr Weg gemacht hat. Also ich habe die Filmhochschule vor 15, 16 Jahren abgeschlossen, seitdem kleinere, größere Filme realisiert, die Kinder immer mit dabei, als kleine Kinder Demos mitgefilmt, mittendrin oder Bürgermeister hält eine Rede, sie hören aufmerksam zu. Oder Ungarn bei den Zigeunern zu spielen, als Zigeunerkinder mit dabei. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Kinder irgendwie mit in den Beruf, ist einfach so. Stimmt, es ist eine organisatorische Frage, aber ich fand jetzt, dass die Kinder als Problem oder als, das wurde so reduziert jetzt, dass eine Frau, die Kinder hat oder weil diese Familienplanung im Wege steht, nicht ihr Beruf ausüben würden. Das Problem liegt leider ganz woanders. Als ich die Filmhochschule abgeschlossen habe, ja, da kam mein Erstlingsfilm. Ich hatte schon eine Produktionsfirma hier in München und super Drehbuch. Ich habe die Einreichung letzte Sekunde persönlich abgegeben. Ich war ja leider im siebten Monat schwanger. Die Verantwortliche, ich will ja keine Namen nennen, hat mich gefragt, ja, Frau Bucita, wir sind aber schon weit, ja, siebten Monat. Ja, trauen Sie sich das überhaupt zu? Ich habe mich gefragt in dem Moment, wie wäre es gewesen, wäre mein Mann da gekommen und hätte meine Einreichung abgegeben. Sie sagen, über Kinder machen gerne, das glaube ich Ihnen, aber so eine Frage hätte man meinem Mann nicht gestellt. Das ist das Problem. Sind diese Archetypen, wissen Sie, und diese Mythen, die sind aufzuräumen. Und schau, so stehe ich. Glauben Sie mir, ich bin 80% männlich, 20%, ich habe so... Sie sind so ganz witzige Spiele, die man machen kann, wie viel Männlichkeit in einem Mensch steckt, wie viel Weiblichkeit. Ich sehe weiblich aus, ich habe eine unglaublich warme Stimme. In mir steckt so viel Mann drinnen, das kann kein Mann sich vorstellen. Vielleicht mein Mann. Also, es ist ja alles sehr relativ, wissen Sie, diese Aufteilung. So wie auch, Ingo sagt, er möchte lieber diese Weiblichkeit. Haben viele Männer, das ist ja die Komponente, die man im Dokumentarfilm auch braucht. Dieses Zuhören, dieses Aufmachen, Empathie, ja, das ist unsere Stärke. Aber ich habe auch den Mumm, um Sachen durchzuziehen. Und noch etwas, aus eigener Erfahrung, ja, ich habe ein super Drehbuch eingereicht, ich hatte die Rechte in Italien für einen literarischen Stoff. Mein Abschlussfilm war ein Spielfilm, ich habe Kurzfilme gedreht in der Filmhochschule und dann Dokumentarfilme gemacht. Nach den Kindern, Dokumentarfilme kriegt man leichter finanziert, das schwöre ich Ihnen. Also man hat nicht so ein Riesenbudget. Die Zeiten, die packt man schon, egal wo man hinreist. Ja? Die Karawane geht immer mit. Aber bei einem Spielfilmprojekt, ja, da wurde mir am Telefon gesagt, ich hatte auch Insider in der Jury, und die hatten auch den Mumm, mir einiges, was da in den Gesprächen zustande gekommen ist, weiterzugeben. Die meinten mit mir, bist du so weit, das zu hören? Ich sage, ja, sag mir alles, weißt du. Ich lerne immer, das für die nächste Einreichung, das hilft mir schon. Ne? Also, die haben zuerst gefragt, die Frau hat so viele Dokumentarfilme gemacht. Ja und? Was soll's? Wieso will sie jetzt einen Spielfilm machen? Das trauen wir ihr nicht zu. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ja, Mensch, das Buch ist schon toll. Aber die will ja nicht nur Drehbuch schreiben, die will nicht nur die Drehbuchführung. Da steht ja auch, die will auch die Regie danach machen. Ey, scheiße. Kann sie das überhaupt? Ja? Wäre das ein Mann gewesen, ich denke, diese Kommentare wären nicht im Raum gestanden. Ich mag es da jetzt zu behaupten, einfach so. Und vielleicht kommen noch weitere eigene Anekdoten aus dem wahren Leben des Filmemacherinnen. Wir sind ja einige hier im Saal, aber... Ich glaube, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Ja. Also vielleicht nur ein kurzes Wort jetzt zu dieser Anmerkung. Natürlich wird bei uns diskutiert im Vergabeausschuss. Ich weiß nicht, die Forderung zu stellen, man darf nicht darüber diskutieren, man darf sich nicht darüber Gedanken machen, man darf nicht mal eine Frage stellen,
ist derjenige, ich sage nicht die Person, es geht gar nicht geschlechtsbezogen, ist der für dieses Projekt geeignet, ist er für dieses Genre geeignet, was hat diese Person bisher gemacht, das sind ganz normale Diskussionen. Dafür gibt es einen Vergabeausschuss, der zusammengesetzt ist aus 13 Personen, die aus den verschiedenen Sparten des Filmemachens kommen. Wenn man sagen würde, die müssen alle schon die Schere im Kopf haben, die dürfen keine Fragen stellen, erst recht keine blöden Fragen stellen, dann wäre die Qualität unserer Entscheidung deutlich schlechter. Sondern natürlich werden solche Fragen gestellt. Das heißt dann noch lange nicht, wenn einer sagt, ich traue dir das nicht zu, aber 12 trauen dir das zu, dass das nicht trotzdem gefördert wird, sondern man setzt sich damit auseinander. Das ist für mich eine Frage der Gewissenhaftigkeit dieser Entscheidung, die wir treffen, weil wir ja sowieso in der Summe nicht mehr als 50% fördern können. Im Moment sind wir bei 43% von den Mitteln her. Müssen wir uns diese Fragen stellen? Und natürlich fragen wir auch, wenn ein Mann zu mir käme und sage, ja, meine Frau kriegt nächsten Monat Zwilling, würde ich mir gar nichts dabei denken, ihm zu sagen, ja, glauben Sie aber trotzdem, dass Sie den Film machen können? Wenn er sagt, ja, das schaffe ich und so, ihr habt das organisiert oder was auch immer, das ist mir egal, oder so, dann würde das nicht heißen, dass er nicht gefördert werden kann. Aber dass sich eine Förderung Gedanken darüber macht, wenn jemand kommt, ob das die geeignete Person, völlig vom Geschlechtsunterschied, die geeignete Person für dieses Projekt ist, das ist doch völlig normal. Was meinen Sie, was ich Männer schon alles gefragt habe? Wenn einer kommt und hat in einer Sitzung drei Projekte, dass ich frage, wie wollen Sie das alles schaffen, überhaupt, wenn wir die alle drei fördern würden. Das sind Fragen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und das Ergebnis ist so, wir haben noch nie Geld behalten, wir haben das Geld verteilt. Und ich habe am Anfang, da waren Sie noch nicht da, bei uns die Förderquoten, auch was Frauen im Dokumentarfilm betrifft, gezeigt und habe gezeigt, dass die sogar besser, bei Abschlussfilmen in manchen Jahren sogar besser waren als bei Männern. 87% hatten wir letztes Jahr gehabt. Also, da gibt es bei niemandem die Schere im Kopf, was Frau und Mann heißt, aber umgekehrt werden natürlich die Projekte diskutiert unter allen möglichen Gesichtspunkten. Ja, also dann würde ich jetzt mal sagen, es ist noch viel zu tun in dieser ganzen Geschichte 50-50. Und super. Dankeschön. Ganz toll. Danke. Und ich würde jetzt aber trotzdem ganz gerne noch Petra Felber das Wort geben und sie einfach nur fragen, was wünscht sie sich als Redaktionsleiterin Dokumentarfilm von Regisseurinnen, Dokumentarfilmregisseuren, was soll kommen? Mehr Vorschläge. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass auch für den großen Dokumentarfilm Frauen genauso viele Einbringungen machen wie Männer. Also ich kann es leider nicht steuern. Ich versuche immer wieder, gerade die aus dem Nahrungsbereich kommen, zu motivieren, den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht muss man, da ist Miriam jetzt ein gutes Beispiel dafür, vielleicht muss man einfach ein bisschen länger warten, dass das dann nach ein paar Jahren sich sozusagen wieder auf die Spur findet. Aber ich kann nur ermutigen, es zu tun. Und wir werden sicherlich nicht diejenigen sein, die sagen, nö, das ist jetzt, können wir uns nicht vorstellen, ja, drei Kinder zu Hause und jetzt will sie auch noch einen Film wieder machen. Also das wäre Blödsinn. Also bitte einfach auch anbieten, machen. Herzlichen Dank. Das würde ich jetzt alles so stehen lassen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen und sage Tschüss. Meine lieben Damen und Herren, eigentlich war das eine Veranstaltung von ProQuote Regie und zwar von Maria Mohr. Das ist die Dokumentarfilmerin, die bei uns im Kern mitarbeitet. Die hat aber einen Auftrag gekriegt und zwar in Kairo in Ägypten und ist seit 2 Monaten dort und lehrt dort an der Filmuniversität. Und sie hat uns nun eine kleine Videobotschaft gesandt. Und wer von Ihnen nochmal den Blick über den Tellerrand 5 Minuten werfen will, wie das in arabischen Ländern ist, der kann jetzt unsere Maria auf dem Dach in Kairo ihrer Wohnung begutachten und bewundern. Dankeschön.
Heute ist Freitag, der 6. Mai 2016. Freitag ist ja hier Sonntag. Insofern passt es, wenn ihr das am Sonntag schaut. Oh, hier im Hintergrund hört man schon wieder Rufe vom Journalisten-Syndikat seit 3 Wochen. Seit 15. April gibt es hier wieder öffentliche Proteste. Waren hier das erste Mal seit eigentlich 2 Jahren wieder viele, viele Menschen auf der Straße. Anlass war, dass Ägypten oder Al-Sisi hat dem saudischen König 2 Inseln geschenkt. 2 Inseln im Roten Meer, die kaum jemand kannte vorher. Die einen sagen geschenkt, die anderen sagen, er hat sie zurückgegeben. Fakt ist, das Parlament hat nicht darüber entschieden und das war dann so der Funken, der das Ganze zu einer Explosion gebracht hat. Das heißt, ich weiß jetzt, wie Tränengas riecht. Es ging hier relativ hoch her. Wir landen viele gerade sehr willkürlich im Knast. Und heute vor 2 Wochen war ich eingeladen in den Debate Club der GUC, German University in Kairo, wo ich gerade unterrichte. Und Motion, dieses Debate Club war The Cultural and Religious State of Middle Eastern Countries Don't Leave Room for Gender Equality. Interessant war, dass viele Studierende Feminismus etwa für etwas unägyptisches und unislamisches halten. Unägyptisch ist interessant, weil Ägypten eigentlich Pionierin war in der Frauenbewegung. 1890 gab es hier schon die ersten Salons, die von Frauen geleitet wurden, und literarische Clubs und philosophische Clubs und Debattierclubs. Und 1923 gab es hier so die erste Feministin, Huda Sharawi, die war auf einer International Congress in Rome, Women's Congress in Rome, und ist hier, nicht weit von hier, aus der Ramses-Station aus dem Zug gestiegen, erwartet von einer schwarzen Schleier verhüllten Frauenmenge, und sie hat dann demonstrativ beim Aussteigen aus dem Zug ihren Schleier abgenommen. Dennoch sind Frauenrechte in der ägyptischen Verfassung nicht verankert, also es gibt keinen Artikel 3. Das einzige arabische Land, was Gender Equality in die Verfassung aufgenommen hat, ist Tunesien. Da gab es schon 56 einen Artikel zur Gleichstellung von Mann und Frau, und nach der Revolution wurde das nochmal neu erkämpft und es ist immer noch Bestandteil der tunesischen Verfassung, ist aber das einzige arabische Land, in dem es festgeschrieben ist. Ja, hier ist alles noch an einem ganz anderen Punkt des Kampfes, und die Frauen gehen auf die Straße, und es ist auch kein Zufall gewesen, dass diese Revolutionstage am 9. März beendet wurden. 8. März war der Frauentag, da waren sehr viele Frauen auf dem Tahrirplatz, und das Rad sollte zurückgedreht werden. Politik passiert hier in diesem Land direkt am Körper. Europa ist eine ziemlich kleine Insel, von mir aus betrachtet, aber Sehnsuchtsland, wo viele, viele hinwollen. Film ist, und der Filmbereich ist vielleicht auch eine kleine Insel. Ja, ich wünsche euch eine ganz tolle Diskussion. Der Herr Demel, der ist oft sehr versmockt. Aber es weint. Viel Spaß.